ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute für euch eine Stylevana-Box, das ist die sogenannte Vana-Box. Die gibt es schon länger, ich habe sie euch noch nie vorgestellt und da ich eine Zusammenarbeit mit Stylevana habe, habe ich gefragt, ob ich euch die Box auch mal vorstellen kann. Stylevana hat mir dann die aktuelle Box zugeschickt, das ist die Oktoberbox. Und so wie ich das jetzt auch verstanden habe, kommt sie wohl, also es kommen immer so zwei Boxen jedes Quartal raus und das ist jetzt für Oktober die eine Box. Es kommen, glaube ich, zwei. Ich habe aber nur diese hier, ne? Die darf ich euch vorstellen, damit ihr das auch mal sehen könnt, was es da so gibt in diesen Stylevana-Boxen. Ja, Vana-Box heißt die einmal, die ist voll mit koreanischer Kosmetik, das finde ich richtig cool und die haben meistens einen sehr hohen Warenwert, also meistens so dreifach. Ich habe jetzt geguckt, also der aktuelle Link funktioniert zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu dieser Box, die sind ab 4. Oktober verfügbar und die letzte Box hat 54,99 € gekostet. Sobald ich aber weiß, was die Box kostet, schreibe ich euch das auch unten in die Infobox rein und den Link dazu auch. Und ihr könnt immer auf die Boxen und auch auf das gesamte Sortiment mit meinem Code, den blende ich euch auch noch ein, sparen. 10 bis 20%, das gilt auch auf die Vana-Boxen. Ja, ich habe sie, wie gesagt, noch nie gehabt. Ich habe sie bei anderen immer mal wieder gesehen. Finde ich super spannend, weil ich habe gedacht, das passt ja auch zu meinem Content, dass wir diese Box mal auspacken und ich euch einfach mal zeige, was da drin ist. Ich bin selber sehr gespannt und die ist richtig schwer. Hier ist natürlich halt Skincare drin, ne? Kosmetik, glaube ich, ist hier keine drin, also dekorative Kosmetik, aber wer weiß. Wir schauen mal hier rein. Falls ihr Lust habt und wissen wollt, was hier drin ist und wie ich die Box finde, dann bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Starten mit dieser Box. Wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Genau, ich bin super gespannt. Ich habe jetzt hier nur die Information, das ist die Star-Studded Vana Award Box. Ja, sieht wie gesagt einmal so aus, so kam die auch bei mir an. Also die waren natürlich nochmal umverpackt, aber so kam sie bei mir an. Und jetzt öffnen wir mal. Wow, also die sieht ja von innen, guckt mal, die sieht richtig, richtig schön aus, ne? Guckt mal, hier ist eine Stylevana Tasche mit dabei. Das ist aber schön. Beautiful Inside and Out steht hier einmal drauf. Stylevana Shopping Bag. Ne? Finde ich nicht schlecht. Finde ich auf jeden Fall total süß. Ist ganz dezent mit diesem Stylevana. Und die macht auch einen guten, hochwertigen Eindruck. Die ist so ein bisschen, glaube ich, als Goodie mit da drin. Das ist richtig schön. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die immer mit dabei ist oder ob die jetzt nur diesen Monat dabei ist. Auf jeden Fall finde ich das ganz süß, ehrlich gesagt, dass die mit drin ist. So, und jetzt haben wir hier einmal unten drunter die Produkte. Ne? Man weiß halt, also man kann auf der Seite vorher lesen, was da drin ist. Wenn einen das interessiert, hat man auf jeden Fall eine sehr gute Preisersparnis. Guckt mal, die Sachen sind auch nochmal alle richtig gut eingepackt. Bei Stylevana bekommt man so oder so immer sehr gute Preise. Also ihr müsst immer gucken, wenn ihr dort was bestellen wollt. Stylevana hat ganz, ganz oft den besten Preis von allen K-Beauty-Shops, finde ich zumindest. Und wenn man dann Sachen auch beobachtet, man sieht auch ganz oft, wie der Preis nochmal stark runtergeht oder so und ihr könnt immer einen Code anwenden und so weiter. Lohnt sich auf jeden Fall dort mal zu schauen. Ich finde, Preis-Leistungs-Verhältnis sind die wirklich am besten von den ganzen Shops. Ne? Mean Cosmetics zum Beispiel ist immer ein bisschen teurer und Stylevana ist eigentlich immer recht günstig. Dann gibt es ja noch YesStyle. Ne? YesStyle finde ich immer ein bisschen teurer gegenüber Stylevana. Ihr müsst, egal bei welchem K-Beauty-Shop, außer bei Mean Cosmetics, da geht das wirklich schnell. Bei Stylevana müsst ihr echt ein bisschen warten. Ihr müsst ein bisschen Geduld mitbringen. Das dauert meistens in der Regel 2 bis 4 Wochen. Es kann auch mal 5 Wochen dauern, bis die Sachen da sind, aber die kommen an. Zumindest kam bei mir bisher immer alles an und ja, bei euch, soweit ich weiß, auch. Eine Zuschauerin hatte wohl mal Probleme, dass es erst nach 7 Wochen ankam. Weiß man nie. Es kostet keinen Zoll, also ihr müsst keinen Zoll bezahlen. Ihr könnt das ganz normal in Euro bezahlen mit PayPal oder halt Banküberweisung oder sowas. Ne? Ich mache immer PayPal, dann ist man auf der sicheren Seite. Ja, genau. Auf jeden Fall so viel dazu. Und es ist ein Shop, den ich sehr, sehr gerne mag. Die haben eben halt K-Beauty zu super günstigen Preisen. Und ich zeige euch mal, was hier drin ist. Und zwar ist das erste Produkt einmal von Haru Wanda Black Rice Hyaluronic Toner. Das ist ein Toner und zwar ist der frei von Alkohol und Duftstoffen. Ja, hier ist Hyaluron mit drin, dann ist hier noch
Shoot-Bark-Extrakt und Orissa Stavia Rice-Extrakt mit drin. Und der hat den Red Dot Award 2019 wohl gewonnen. Und den hatte ich schon mal in der Hand, habe den aber weiter verlosen. Das ist ein Toner. Der ist so ein bisschen, man sieht das auch, das ist nicht ganz wässrig, aber auch nicht ganz gelig. Also das ist so eine Mischung dazwischen. Ich finde die Toner aus dem K-Beauty-Bereich immer sehr reichhaltig. Ne? Die pflegen die Haut halt schon super nach der Reinigung. Das ist sowas, das gebt ihr euch als allererstes ins Gesicht, nachdem ihr euer Gesicht gewaschen habt, einen Toner. Dann kann die Haut, ist die Haut quasi vorbereitet für die kommende Pflege. Das heißt, wenn dann ein Serum oder eine Creme oder so draufkommt, kann die Haut das auch besser aufnehmen. Und die Haut ist schon mal vorab mit Feuchtigkeit sehr gut versorgt. Ich bin ein Fan von Tonern. Ich mag das sehr gern, weil man halt auch diese Spannung sofort vom Gesicht runternehmen kann. Also wenn man sein Gesicht wäscht, ne, dann hat man ja so ein bisschen eine Spannung auf der Haut, weil die Haut halt eben gerade erstmal trocken ist und das gibt halt sofort wieder Feuchtigkeit zurück. Ich finde das auf jeden Fall super, dass hier ein Toner mit drin ist, denn das gehört irgendwie zu K-Beauty mit dabei. Ein schönes Produkt. Ich lasse euch auch den Link dazu in der Infobox drin, ne, zu der Box dann. Das zweite ist einmal ein Produkt von Inuik heißt das, glaube ich, Centella Calming Gel Cream. Das ist mit Centella Asiatica 72% und dann ist hier T3 Leaf Water 10% noch mit drin. Das ist eine Creme und ich habe ja hier daheim eine ganze K-Beauty-Schublade sozusagen, also hier so eine Schrankschublade. Da habe ich nur K-Beauty drin, ne? Und da teste ich mich halt immer zwischendurch, wenn ich jetzt, ich benutze ja immer Dalton und auch hier Poda und K-Beauty. Und bei K-Beauty teste ich mich super gern durch und wenn ich da jetzt zum Beispiel wie das hier habe, was ich noch nie getestet habe, lege ich mir das in den Schrank und wenn dann halt was leer geht bei mir, dann lege ich mir das halt in den Schrank und teste das. Das ist ein Brightening und Wrinkle Care, also das heißt, die hält und, also die gleicht den Hautton so ein bisschen aus, diese Creme, und hilft auch noch gegen Falten. Ne? Also so verstehe ich das auf jeden Fall. Es steht manchmal auf Englisch drauf, manchmal steht es überhaupt nicht auf irgendeiner Sprache, die man versteht, drauf. Dann muss man im Internet immer ein bisschen lesen. Auf jeden Fall klingt diese Gelcreme sehr interessant. Muss man dann halt austesten, weil es mir kommen solche Sachen, wie gesagt, immer erstmal in die Schublade und wenn das dann soweit ist und ich jetzt ein bisschen was aufgebraucht habe, dann tausche ich das immer aus, leere Verpackung gegen neue Verpackung und dann teste ich mich durch. Ich kann halt nicht alles aufmachen und das direkt testen, ne? So, das nächste ist einmal, das ist ein sehr beliebtes Produkt, glaube ich, das ist diese Madagaskar Centella Ampulle mit purem Centella Asiatica, 100 Milliliter und so eine Box eignet sich halt ideal, um sowas halt auch mal auszuprobieren, ne? Und wenn ihr jetzt wisst, was drin ist, ist das ja auch ganz cool. Diese Ampulle hier, die hatte ich letztens schon mal in der Hand. Ich habe die auch noch einmal im Schrank drin. Deshalb werde ich euch die auch irgendwo eine Verlosung, Adventskalender etc. mit reinpacken. Dieses Skin 1004 ist eine sehr beliebte Marke. Die haben auch eine ganz tolle Sonnencreme und so weiter fürs Gesicht. Ja, ist ein riesen Serum. Also 100 Milliliter ist wirklich extrem viel. Da kommt man super lange mit hin. Ja, sieht sehr schön aus von der Verpackung. Sehr edel. Und das ist, wie gesagt, halt dieses Centella Asiatica, das gibt der Haut unglaublich viel Feuchtigkeit. Ich habe eine Centella Asiatica Creme gerade in Anwendung von dieser Marke und ich bin wirklich begeistert. Das ist so eine schöne Creme. Und hier steht auch nochmal, das finde ich auch gerade ganz cool, das ist mir gerade aufgefallen, guckt mal, hier oben ist auch nochmal die K-Beauty Routine drin von, ja, von morgens bis abends, wie ihr eben diese Beauty-Routine durchführt. Das ist echt ganz schön, könnte man sich ausschneiden und ins Bad hängen. Wer dazu Lust hat und die Routine nicht so ganz im Kopf hat, ne, auf jeden Fall einmal hier Centella Asiatica von Skin 1004. Das sind alles große Full-Size-Größen, ne? Ich sag mal, wenn ihr hier für 50 Euro bezahlt, ey, das ist richtig, richtig gut. So, hier ist noch ein Revive Eye Serum jetzt mit drin, Ginseng und Retinal. Beauty of Joseon und das ist, glaube ich, auch eine Marke, die sehr beliebt ist, sehr bekannt und sehr beliebt im K-Beauty-Bereich. Da zeige ich euch auch gerade mal und die Augencremes, Augenseren, die sind immer richtig groß. Ne? Hier, das sind jetzt auch 30 Milliliter, also das ist die doppelte Größe von einer Augencreme, Augenserum, wie man es normalerweise kennt. Kommt hier unten mit einem Pumper, finde ich sehr schön. Habe ich auch noch nicht probiert. Wie gesagt, diese Joseon sind sehr bekannt und beliebt. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dieses Retinal, dass das hier drin ist, ist auch gut. Das ist die bessere Variante von Retinol. So habe ich es zumindest gelernt. Und ja, deshalb, ich finde das Produkt sehr spannend. Sind noch weitere Produkte hier drin. Hier ist einmal von Isn'tRe was drin. Und zwar ist das ein Hyaluron Acid Airy Sun Stick. Das ist ein Sonnenstick mit einem Lichtschutzfaktor und UVA
UVA, UVB-Schutz mit 50+. Ne? Das zeige ich euch auch mal gerade. Der sieht einmal so aus, also hat so eine Form. Ne? Und das ist ein Stick, genau, wie so ein Deo-Roller. Und dann könnt ihr euch das auftragen im Gesicht. Sieht auf jeden Fall ganz spannend aus in so einer Tropfenform. Und ist auch ganz praktisch gemacht. Auch hier die Verpackung, das fühlt sich alles immer super hochwertig an. Die Stylevana-Pakete hier, die sind echt cool. Also ich hatte bis jetzt, wie gesagt, ja noch keins. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde die gerade mega. Hier sind richtig viele Produkte drin. Das nächste, was hier nämlich drin ist, ist auch eins meiner Lieblingsprodukte von Stylevana. Das ist von Heimisch, einmal der All Clean Balm. Den habe ich schon einmal komplett aufgebraucht und ich liebe den, ehrlich gesagt. Ich finde den richtig, richtig gut. Das ist mit einer der besten Cleansing Balms, die ich je benutzt habe. Der kostet 11, 12 Euro oder so. Auf jeden Fall, ja, ist der einmal so und der bricht so schön das Make-up auf. Ihr habt oben einmal einen Deckel, wo ihr das aufmachen könnt. Da ist nochmal ein Spatel mit drin. Und dann könnt ihr den Deckel so nochmal abnehmen. Ne? Da ist das Produkt dann drunter. Könnt ihr den Spatel wieder rein. Oder ihr habt noch eine Möglichkeit, ihr dreht das Ganze einmal auf. Ja, ihr könnt das aufdrehen oder aufklappen, wie ihr Lust habt. Das Ganze ist 100% vegan und tierversuchsfrei, dermatologisch getestet. Auf jeden Fall eins meiner absoluten Lieblingsprodukte. Für mich ein richtiges Top-Produkt hier in dieser Box. Und das letzte, was hier drin ist, ist von Abib was. Die Marke habe ich auch schon mal gehört. Und zwar ist das eine Reis-Probiotics Overnight Mask. Overnight Mask ist ja auch aus dem K-Beauty Bereich hierher geschwappt, ne? Und also das ist wirklich eine tolle Erfindung, finde ich. Die Haut sieht meistens sehr, sehr schön aus. Ich zeige euch mal gerade, wie die aussieht. Also wie gesagt, ich kenne die nicht. Die sieht einmal so aus von der Marke Abib. Und was die jetzt, oh, die hat oben auch nochmal so einen schönen Spatel mit drin. Das, ich mag das, wenn die so einen Spatel mit da reinlegen. Das ist wirklich schön. Und dann kann man hier, oh, guckt mal. Das ist wie so ein Gel, riecht nach nichts. Ich nehme mal so ein bisschen, weil die werde ich mir auf jeden Fall ins Bad stellen. Die ist einfach wie so, also ich würde sagen von der Textur wie so ein Ultraschallgel so ein bisschen. Und ja, trag mir die mal auf. Fühlt sich super an, sehr, sehr reichhaltig. Also so eine Gelcreme irgendwie. Ja, wie gesagt, riecht nach gar nichts. Spendet aber sofort richtig krass Feuchtigkeit. Also krass, ne? Man kann das wahrscheinlich auch so als Creme benutzen, einfach so ein bisschen dünn aufs Gesicht, aber so über Nacht, ne, so ein kleines bisschen dicker, und ich denke, die Haut sieht morgens bestimmt gut aus. Macht auf jeden Fall jetzt hier rein vom Gefühl her einen mega Eindruck. Ich werde mir das mal ins Bad stellen und werde das ja noch die Tage mal austesten. Ja, und das sind auch 80 Milliliter, ne? Halt auch nur Full-Size-Größe. Richtig gut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Box ja jetzt das erste Mal und ich finde die sehr gut, sehr, sehr gut. Ich bin ja auch ein Fan, ne, von K-Beauty. Aber hier hat man richtig viele Full-Size-Produkte. Ich finde es sogar besser, ehrlich gesagt, wie manch andere Beauty-Box, wo man dann nur kleine Produkte oder so hat. Hier hat man dann wirklich ordentlich was zum Testen. Also ich zeige euch nochmal im Schnelldurchlauf. Einmal hier die Centella, dieses Calming Gel, dann einen Toner, dann einmal einen Sonnenschutz. Dann einmal ein Serum, ein Augenserum, ein Cleansing Balm und auch noch die Nachtmaske. Also man hat fast schon, es fehlen wenige Produkte, eine komplette Routine zusammen. Hier sind auf jeden Fall 7 Produkte drin plus diese Tasche. Es lohnt sich auf jeden Fall, also wenn ihr da mal ausprobieren wollt im K-Beauty-Bereich oder ihr sagt gerade, boah, hier sind 3, 4 Produkte mit dabei, die wollte ich mir eh kaufen, habt ihr die anderen Produkte mit dabei? Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Die Box ist zuckersüß gestaltet, die Produkte sind alle schön und heile hier angekommen. Ich freue mich total. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Box fandet. Ich werde euch versuchen, den Gesamtpreis auszurechnen, was die Box für einen Wert hat. Aber meistens steht das auch auf der Internetseite mit dabei. Zum Beispiel hatte die letzte Box 150 Euro Wert und hat 54 Euro gekostet. Und das finde ich super, ne? Man hat halt eine super enorme Preisersparnis hier drin. Ja, ihr Lieben, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Produkt euch hier gut gefallen hat, wie euch die Box gefällt, ob ihr euch die schon mal geholt habt, und ich lasse euch alle Infos dazu unten in der Infobox drin. Dankeschön, dass ihr hier wart. Ihr werdet bestimmt das ein oder andere Produkt in mein Aufgebraucht-Zwischenfazit-Video, was ich immer noch drehen muss, dann auch mal sehen. Ne? Ich habe mein Zwischenfazit-Video jetzt zweimal ausfallen lassen, weil einfach zu viele Adventskalender da waren. Normaler Content war nicht möglich. Also nicht viel möglich, sagen wir es mal so, aber wenn die Adventskalender rum sind, kommt auch wieder normaler Content, es kommen wieder Aussortiervideos, Flop-Videos und so weiter. Ne? Ich habe versucht schon was abzudrehen, aber jetzt gerade das Zwischenfazit habe ich im Moment mal
zausen lassen, aber das kommt auch wieder, ne? Und dann werdet ihr bestimmt das ein oder andere Produkt dann auch sehen, was in Anwendung ist bei mir. Ich würde mich verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Wie gesagt, ich kann euch den Shop nur ans Herz legen. Die haben super gute Preise. Nutzt gerne meinen Rabattcode, wenn ihr ein bisschen was sparen wollt. Der gilt immer und auch auf alles im Shop. Auch auf den Adventskalender, und der kommt am 11. Oktober übrigens nochmal wieder. Falls ihr Lust habt, ich lasse euch dazu den Link auch nochmal in der Infobox drin. Jetzt würde ich mich verabschieden. Vielen, vielen Dank. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.